Meine lieben südmährischen Landsleute, Schwestern und Brüder, es gibt manche Buben und manche Männer, die tragen in ihrem Taufnamen auch den Namen der Gottesmutter Maria. Denken wir zum Beispiel an den Komponisten Karl Maria von Weber, der seine musikalische Ausbildung bei Michael Haydn erhalten hat, der uns übrigens auch eine von uns sehr geschätzte Messe komponiert hat, nämlich Hier liegt vor deiner Majestät, die Einsermesse, wie wir früher gesagt haben. Oder denken wir zum Beispiel an den großen Schauspieler Klaus Maria Brandauer, ein großartiger Künstler. Auch mein jüngster Bruder trägt in seinen Taufnamen den Namen Maria, denn seine Taufnamen sind Erich Bernhard Clemens Maria. Wie kommt das? Waren die Eltern in besonderer Weise Marienverehrer? Oder wollten sie dieses ihr Kind bei der Taufe, auf welchem Grund auch immer, in besonderer Weise der Gottesmutter Maria anempfehlen und anvertrauen? Und auch unser Landesheilige, der Clemens Maria Hofbauer, trägt in seinem Namen eben auch den der Gottesmutter. Freilich, sein Taufname war Johannes. Aber erst später hat er den Ordensnamen Clemens angenommen. Und er selber hat diesem seinen Ordensnamen den Namen der Gottesmutter hinzugefügt. Aus Verehrung und aus Liebe zur Gottesmutter Maria Clemens Maria. So hat er sich immer unterschrieben und so hat er sich auch genannt. Bei seiner Heiligsprechung im Jahr 1909, da waren sehr viele Südmeerer auch in Rom, vor allem auch aus Taswitz. Damals hat der Papst Pius X. seine Ansprache mit folgenden Worten begonnen: Ihr glücklichen, ihr beneidenswerten Mitbürger eines so großen Heiligen. Die Worte des Papstes damals. Und heuer aber sind es 100 Jahre her, dass er zum Stadtpatron von Wien erhoben wurde. Und ich möchte an diesem Ereignis nicht vorbeigehen. Ich weiß, es sind einige unter uns, die waren in Geislingen. Es sind einige unter uns, die waren am Südmeerer Kirtag in Niedersulz. Und die haben über den heiligen Clemens schon einiges gehört. Aber ich möchte dennoch das eine das andere aufleuchten lassen heute. Und weil ich glaube, dass manches Mal Episoden aus dem Leben eines Menschen, Ereignisse, ihn besonders kennzeichnen, mehr als irgendwelche anderen Worte, so möchte ich ganz einfach und schlicht einige Episoden aus seinem Leben erzählen, die ihn beleuchten, wer dieser Clemens Maria Hofbauer aus Südmähren war. Wie schon gesagt, in Taswitz geboren, 1751. Er wächst in einer großen Geschwisterschar auf. Mit 6 Jahren verliert er seinen Vater. Und er führt ihn seine Mutter zu einem Wegkreuz, zeigt hinauf und sagt: Mein Kind, der ist von nun an dein Vater. Gib Acht, dass du auf dem Weg gehst, der ihm wohl gefällt. Er lernt dann das Bäckerhandwerk in Znaim und dann später geht er nach Wien. Aber der Wunsch, Priester zu werden, das lässt ihn nicht los. Er ministriert auch im Stephansdom. Und da sind es 3 wohltätige Frauen, die ihm das Studium der Theologie ermöglichen. Aber es ist die Zeit der Aufklärung. Clemens Maria, ein sehr mutiger Mann, als einmal diese Aufklärung ein nüchterner, sehr sachlicher, kalter Rationalismus, der auch die Theologie erfasst hat und vieles wurde hinweggefegt. Einmal steht Clemens Maria auf bei einer Vorlesung und sagt: Herr Professor, was Sie da sagen, ist nicht mehr katholisch. Und er geht nach Rom. Er nimmt das Ordenskleid der Redemptoristen.
Gerne hätte er diesen Orden in Österreich eingepflanzt, aber die Zeit dafür war nicht reif, denn Josef II. Hatte hunderte Klöster aufgelöst. Und so geht er in einem viermonatigen Fußmarsch nach Warschau. Und dort übernimmt er die deutsche Kirche St. Benno und ein Waisenhaus. Die Armut ist groß. Die Kinder haben Hunger. So geht er auf die Straße und er bettelt für seine Kinder. Und er kommt auch in ein Wirtshaus. Und dort spielen Männer Karten. Und er bittet diese Männer, sie spielen um Geld, etwas für seine Waisenkinder. Die Männer fühlen sich gestört bei ihrem Spiel. Einer steht auf und spuckt ihm ins Gesicht. Er wischt sich das weg und dann sagt er, das war für mich. Und was gibst du jetzt für meine Waisenkinder? Und da waren sie so perplex, dass sie das ganze Spielgeld ihm in seinen Hut hineingestreift haben. Es ist die Zeit der napoleonischen Kriege, da wird das Werk zerstört, buchstäblich über Nacht. Sie werden vertrieben, die Redemptoristen, jeder in eine andere Richtung. Schreibt er in einem seiner Briefe, da ist mir das Herz gebrochen. Ein 20-jähriges Aufbauwerk zerstört. Und trotzdem findet er die Worte nur Mut, Gott lenkt alles. Und er geht nach Wien. Und auf diesem Weg, knapp vor Wien, wird er von der Polizei kontrolliert. In seinem Rucksack findet man sakrale Gegenstände. Einen Kelch, eine Hostienschale, ein Messgewand. Man hält ihn für einen Kirchendieb und er wird eingesperrt. Der damalige Bischof von Wien klärt dann alles auf, wie es ist. Und in der Stadt, da entwickelt er sich zu einem charismatischen Großstadtseelsorger. Er hat vor allem ein Gespür für die Armen, für diejenigen, denen es am notwendigsten in ihrem Leben fehlt. So wie Maria bei der Hochzeit von Kana, wie sie auch merkt, die jungen Leute frisch verheiratet, der Wein geht aus. Wo gibt's denn sowas bei einer Hochzeit? Und so merkt eben auch Clemens Maria die Not der Menschen. Einem Künstler, der seine Bilder nicht angebracht hat, dem kauft er eben kurzfristig eines ab. Die Studenten, die sich bei ihm angemeldet haben zu Gespräch und Beichte, für die hat er immer etwas Essbares in seinem Kasten, in seinem Schrank. Und er hat auch ein Gespür für die verzweifelten Menschen. So begegnet er eines Tages einem verzweifelten, schwer kranken, jungen Schauspieler. So wird es überliefert. Er begleitet ihn. Hofbauer bietet ihm eine Prise Schnupftabak an. Er brauche keine Angst haben, er nimmt ihm nicht die Beichte ab. So Hofbauer zu ihm. Und dann Clemens Maria erzählt bei einem Glas Wein von seiner seelsorglichen Tätigkeit, von seinen Erfahrungen als Seelsorger, worauf der andere auch zu sprechen anfängt und nach sein ganzes Leben erzählt, Gutes und weniger Gutes und Schlimmes. Bis ihn Hofbauer dann unterbricht und er sagt, so jetzt hast du gebeichtet, jetzt gebe ich dir die Losprechung. Und der andere geht getröstet von diesem Gespräch weg. Und ein andermal trifft eine Frau, die durch die Geldentwertung ihr ganzes Vermögen verloren hat. Die Verzweiflung ist so groß, dass sie sich das Leben nehmen will. Und da hebt Clemens eine Handvoll Staub vom Boden auf. Und dann sagt er, schauen Sie, liebe Frau, was ist das ganze Geld der Welt? Eine Handvoll Staub. Und deswegen wollen sie das Leben wegschmeißen. Und die Frau lässt sich überzeugen und sie wird ein Beichtkind von Clemens Maria. Fast täglich findet man ihn bei den Armen. In seinem weiten Mantel bringt er Brot und Nahrung und Suppe in die Elendsquartiere der Vorstadt hinaus. Am 15. März 1820 stirbt Clemens um die Mittagszeit, umgeben von seinen Freunden
und es läuten die Mittagsglocken. Und da richtet er sich noch einmal auf und er sagt, betet, man läutet den Angelus. Und sich nie nieder, und das waren seine letzten Worte. Sein Leichenzug wird förmlich zu einem Triumphzug damals in der Stadt. Leute spüren, ein heiligmäßiger Mensch ist da von uns gegangen. Und 100 Jahre später, 1914, wird er zum Stadtpatron von Wien erhoben. Im Stephansdom steht eine Statue, mitten unter dem Volk. Dort, wo das Langschiff und das Querschiff einander kreuzen. Und für gewöhnlich brennt dort eine Kerze, und das ist der Luise zu verdanken, weil sie so hartnäckig war und immer wieder gesagt hat, bei unserem heiligen Clemens muss eine Kerze brennen. Und man hat in diesem Jahr auch in Maria am Gestad im ersten Bezirk ein kleines, feines Clemens-Museum eingerichtet, wo man Gegenstände, Gebrauchsgegenstände von ihm sehen kann. Und dieses Clemens-Museum Maria am Gestad ist jeden Sonntagnachmittag zu besuchen oder auch, wenn man einen Sondertermin ausmacht. Und da ist auch ein Gebetbuch von ihm zu sehen. Und in diesem Gebetbuch, und jetzt schließt sich für mich der Kreis, sind sehr viele Marienlieder drin. Eine reiche Auswahl. Das Gebetbuch, das er selber zusammengestellt hat. Er in seinen Anliegen und Gebeten, er hat sich wohl oftmals an die Trösterin der Betrübten, an die Hilfe der Christen gewendet, wie wir sie in der Litanei nennen. Und so wollen wir heute an diesem großen Marienfeiertag, die Gottesmutter, aber auch den heiligen Clemens bitten. Schau doch auf unsere Familien, schau auf unser Land Südmähren und schau auch auf deine südmährischen Landsleute. Darum bitten wir dich. Amen.